is your full name? Hans-Joachim Liebke. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down. Could you spell the name too? Hans-I-C-K-E. Herr Zeuge, welche Stellung hatten Sie im Wirtschaftsstab Ost und im Ostministerium? In beiden Stellen habe ich auf Anordnung Görings die Leitung der Geschäftsgruppen Ernährung und Landwirtschaft gehabt. Welche Aufgaben hatten diese Dienststellen? Die erste Hauptaufgabe dieser Dienststellen war der Wiederaufbau der vom Kriege mitgenommenen russischen Landwirtschaft. Die zweite Aufgabe, die Nutzbarmachung der Überschussgebiete des Südens für Wehrmacht und Gesamternährung. Welche Stellen waren zur Verwaltung in den besetzten Ostgebieten eingesetzt? Neben dem Ostministerium bestanden noch eine Reihe Sonderaufträge. Ein Sonderauftrag Göring für die Wirtschaft, Himmler für die Polizei, Saukel für die Arbeitskräftebeschaffung. Wem unterstand die Landwirtschaft? Die Landwirtschaft unterstand mit der gesamten Wirtschaft Göring. Er gab seine Weisungen unmittelbar oder über die Staatssekretäre Körner und Backe. War das Ablieferungssoll für die Landwirtschaft höher als das Ablieferungssoll unter sowjetischer Verwaltung? Das Ablieferungssoll war den früheren russischen Ablieferungen angepasst. Die tatsächliche Ablieferung war im ersten Jahr niedriger als in der russischen Zeit. In den nächsten Jahren bei den Ackererzeugnissen ebenfalls niedriger, bei den tierischen Produkten höher. Waren die tatsächlichen Ablieferungen entsprechend Görings Anordnungen? Nein, Göring hatte wesentlich höhere Erwartungen. Hat Deutschland landwirtschaftliche Maschinen, Sensen und so weiter in die besetzten Ostgebiete geschafft? Und in welcher Anzahl? Es ist ein umfangreiches landwirtschaftliches Maschinenprogramm unter dem Namen Ostackerprogramm in Deutschland aufgestellt worden und es ist einem für die Kriegsverhältnisse erheblichem Umfang landwirtschaftliche Maschinen und Gerät in die besetzten russischen Gebiete geliefert worden. Die Ursache dafür war die Wegführung und starke Zerstörung von Maschinen und Gerät bei der Räumung durch die Russen. Am 5. Februar 1942 erging eine Agrarordnung. Welche Gesichtspunkte lagen diese zugrunde? Das Hauptziel der Agrarordnung war, die Bevölkerung zu freiwilliger Mitarbeit zu bekommen. Zunächst war vorgesehen, die Kollektivwirtschaft aufrechtzuerhalten. Das stellte sich jedoch als unmöglich heraus, da, wie gesagt, ein Teil des Großgerätes, namentlich Traktoren, nicht mehr vorhanden war. Andererseits war es auch nicht möglich, wie es die Bevölkerung zum Teil wünschte, zum Bauernbetrieb überzugehen, weil auch das Kleingerät weitestgehend fehlte. Es kam deshalb die Kompromisslösung der sogenannten Landbaugenossenschaften zustande,
bei denen den russischen Bauern ein Landanteil zur Bewirtschaftung zugewiesen wurde, aber ein Teil der Arbeiten noch in gemeinschaftlicher Form weiter durchgeführt wurde. Wie war die Wirkung? Die Wirkung der Agrarordnung war im Großen und Ganzen günstig. Der Umfang und die Qualität der Ackerbestellung nahmen wieder zu. Ein besonders gutes Beispiel für die Auswirkungen waren die Verhältnisse im sogenannten Kessel von Charkow im Frühjahr 1942, wo die bereits zu Landbaugenossenschaften umgestellten Betriebe mehr als 70% der Frühjahrsbestellung fertiggestellt hatten, während die nicht umgestellten Kollektivwirtschaften nur 30% etwa zustande gebracht hatten. Am 3. Juni 1943 wurde die sogenannte Eigentumsdeklaration erlassen. Was waren die Grundsätze? Das grundsätzliche Ziel der Eigentumsdeklaration war, die durch die Agrarordnung den russischen Bauern zugewiesenen Landanteile in das Eigentum zu überführen. Wie wurde die Gemüseversorgung der großen Städte, zum Beispiel in der Ukraine, geregelt? Es wurde in der Umgebung der großen Städte in erheblichem Umfang Gartenland der arbeitenden Bevölkerung zugeteilt. Einige Fragen zu Lettland. Hat die deutsche Verwaltung in Lettland das Land der lettischen Bauern beschlagnahmt? Im Gegenteil. Die von den Russen während der Besetzungszeit ausgesprochene Verstaatlichung wurde wieder aufgehoben. Das zu Siedlungszwecken von den Bauernhöfen abgetrennte Land wurde den ursprünglichen Besitzern zurückgegeben. Um es mit einem Satz zu sagen, es wurde der Zustand vor der russischen Besetzung wiederhergestellt. Я прошу извинения, но я при всем желании никак не могу понять, какое отношение и все эти вопросы, хоть в самой отдаленной степени, имеют к делу подсудимого Розенберга. Мне кажется, что дальнейшие вопросы защитника, если они построены в том же плане, не должны иметь места. Ought you not to show that what the witness is testifying about was connected in some way with the defendant Rosenberg? Zunächst wollte ich einmal mit dieser Frage die sowjetische Behauptung zurückweisen, dass dieses Land nach der Besitznahme
dem baltischen Baronen zurückgegeben worden ist. Ich verweise auf die sowjetische Anklage, Dokument USSR 49-5-7, die ich gestern dem Gericht vorgetragen habe. Zweitens will ich damit beweisen, dass das dortige Gebiet in ordnungsgemäßer Weise, und zwar in einer solchen Weise, dass die Bevölkerung freiwillig mitarbeitete, verwaltet werden sollte. Und drittens will ich damit beweisen, dass während der ganzen deutschen Besetzung kein Ukrainer und kein Sowjetangehöriger gehungert hat, weil entsprechend landwirtschaftlich gearbeitet wurde. Das kann ich aber nur von einem Fachmann beweisen. Und ich glaube, ich bin in kurzer Zeit, ich habe nur noch einige Fragen, mit diesem Beweisthema fertig. Hat also die deutsche Verwaltung in Lettland das Land der lettischen Bauern beschlagnahmt? Wie ich eben schon die Frage beantwortet habe, wurde im Gegenteil die Verstaatlichung aufgehoben, das für Siedlungszwecke abgetrennte Land den lettischen Bauern zurückgegeben, ja. Mit einem Wort der Zustand vor der russischen Besetzung wiederhergestellt. Wurde der ehemalige deutsche Großgrundbesitz wiederhergestellt? Nein, im Gegenteil. Der lettische Bauernbesitz, der nach 1919 restlos zu Lasten und auf Kosten des deutschen Großgrundbesitzes entstanden war, wurde durch Sonderdokumente in seinem Besitz bestätigt. Welche Gedanken lagen der sogenannten Reprivatisierung zugrunde? Die Reprivatisierung sollte den lettischen Bauern wieder die Sicherheit geben, auf eigenem Grund und Boden zu wirtschaften. Galt dieses Gesetz auch in Estland und Litauen? Das Gesetz galt in ähnlicher Form auch für Estland und Litauen. Ist Ihnen eine Auslassung Darris bekannt, als ob die lokalen Kleinbauern von ihrem Landbesitz entfernt werden und zu Proletariern gemacht werden müssten? Mir ist eine solche Äußerung nicht erinnerlich. Kennen Sie die Gesellschaft für die Bewirtschaftung des Ostlandes? Es gab zwei Gesellschaften mit diesem Namen. Ich nehme an, dass die hier gemeinte Gesellschaft diejenige war, die gegründet wurde, um den in den Ostseestaaten nach der Reprivatisierung noch verbleibenden Staatsbesitz und die während der russischen Besatzungszeit herrenlos gewordenen Betriebe treuhänderisch zu bewirtschaften. In den altrussischen Gebieten des sogenannten Reichskommissariats Ostland bewirtschaftete die Ostlandgesellschaft die Staatsgüter und die MTS ebenfalls treuhänderisch. Welche Haltung nahm Rosenberg zu den verschiedenen Maßnahmen, Arbeiteraushebung, Lebensmittellieferung und so weiter ein? Rosenberg konnte sich den vom Führer gegebenen Anordnungen nicht entziehen. Er ist jedoch stets dafür eingetreten, diese Anordnungen ohne Zwang gegen die Bevölkerung durchzuführen und in ihrer Auswirkung aufeinander abstimmen zu lassen. Wer betreute die Ostlandarbeiter im Reich? Meines Wissens die Arbeitsverwaltung durch ihre Arbeitsämter.
Wie wurden die Ostarbeiter auf dem Lande im Reich untergebracht? Hatten Sie Bericht darüber? Die Unterbringung der Ostarbeiter auf dem Lande und ihre Versorgung war im Großen und Ganzen durchaus befriedigend. Berichte bekam ich unmittelbar über die Reichsnährstandsdienststellen. Können Sie etwas über Rosenbergs allgemeine Haltung gegenüber den Ostvölkern sagen? Wie bereits gesagt, wünschte Rosenberg persönlich, die Ostvölker zu einer Zusammenarbeit zu gewinnen. Das galt auch ganz besonders in Richtung eines Ausbaus und der Erhaltung ihres kulturellen Lebens. Rosenberg hat sich zum Beispiel meines Wissens stets für eine Wiedereröffnung der Hochschulen und der Fachschulen eingesetzt. Hatte Rosenberg auf diesem Gebiet Beschränkungen? Hatte er in diese Richtung andere Ansichten zu bekämpfen? Gegen diese Bestrebungen Rosenbergs waren sehr starke Kräfte tätig, insbesondere im Führerhauptquartier in der Person von Bormann und Himmler, deren Auffassung sehr stark unterstützt wurde von dem Reichskommissar Koch, der andererseits in seiner Position gegen Rosenberg wieder von Bormann und Himmler gestützt wurde. Das führte dazu, dass ein großer Teil der von Rosenberg geplanten Maßnahmen, insbesondere in der Ukraine, durch Koch sabotiert wurde. Und nun eine letzte Frage. Was wussten Sie von den Konzentrationslagern und von der Behandlung der Schutzhäftlinge? Die Existenz von Konzentrationslagern war mir natürlich bekannt. Die Zahl der Konzentrationslager und die Vorgänge darin nicht. Im Jahre 1933/34 wurden verschiedentlich Mitteilungen gemacht über einzelne Misshandlungen. Später wurden von Personen, die Konzentrationslager besichtigt haben, durchaus positive Berichte abgegeben. In den letzten Tagen des April des vergangenen Jahres stieß ich in der Umgebung von Berlin auf zurückmarschierende Konzentrationslager. Die Verhältnisse waren so grauenhaft, dass ich unverzüglich Himmler aufgesucht habe und ihn gebeten habe, diese Lager doch nicht weiter marschieren zu lassen, sondern dem Feinde zu übergeben. Diese Unterredung hat in Gegenwart von Feldmarschall Keitel stattgefunden. Himmler hat leider nur ausweichend geantwortet. Das ist alles, was ich zu dieser Frage zu sagen habe. Es fällt mir eben doch noch eine Frage ein. Ist die Ernährung, wurde in den besetzten Ostgebieten außer der Ernährung für die Wehrmacht auch noch eine Ernährung des deutschen Volkes mit in Betracht gekommen? Etwa zwei Drittel des Aufkommens an Ernährungsgütern aus den besetzten Ostgebieten diente zur unmittelbaren Versorgung der Wehrmacht. Die restlichen ein Drittel wurden nach Deutschland abtransportiert und wurden von uns stets als ein Ausgleich für die zur Ernährung der stets ansteigenden Zahl ausländischer Arbeiter angesehen. Danke. Ich habe keine Fragen mehr. Does counsel want to ask any questions? Rechtsanwalt Dr. Seidel, Verteidiger des Angeklagten Dr. Frank. Herr Zeuge, Sie waren auch Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ist das richtig? Jawohl. Ist es richtig, dass der Leiter der Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft in der Regierung des Generalgouvernements wiederholt in Berlin war
um dort die Festsetzung der Kontingente in einer für die Bevölkerung erträglichen Höhe zu erreichen. Soweit ich mich erinnere, hat bei den laufenden Verhandlungen, die mit dem Generalgouvernement geführt wurden, Naumann diesen Standpunkt mehrfach vertreten. Wie ist nach Ihren Beobachtungen die Ernährungssituation der Bevölkerung des Generalgouvernements gewesen? Nach meinen eigenen Beobachtungen und den mir zugegangenen Berichten waren die Rationen, die festgesetzt waren, wesentlich geringer als bei uns im Reich. Es wurde aber weitgehend ein Ausgleich durch den schwarzen und den freien Markt geschaffen. Ist es richtig, dass zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion von Seiten der Verwaltung des Generalgouvernements außerordentliche Anstrengungen gemacht wurden? Es wurden sehr erhebliche Anstrengungen gemacht. Man kann sogar sagen, dass die ganze übrige Wirtschaft, soweit sie nicht für Rüstungszwecke eingespannt war, ausschließlich für die Ernährungswirtschaft arbeitete. Es wurden außerdem aus dem Reich Düngemittel, wenn auch nur im begrenzten Umfang, und aus dem Ostackerprogramm Maschinen und Geräte eingeführt. Welchen Anteil hatten die Lieferungen der besetzten Gebiete am gesamten Nahrungsmittelaufkommen Deutschlands? Nach Berechnungen, die unabhängig von unserem Ministerium durchgeführt wurden, belief sich der Anteil der Lieferungen der besetzten Gebiete am Ernährungsaufkommen Deutschlands im Jahre 1942-43 auf etwa 15%, in den übrigen Jahren um etwa 10% herum, meistens weniger. Und nun eine letzte Frage. Die sowjetische Anklagevertretung hat ein Dokument USSR 170 vorgelegt. Es handelt sich hier um eine Sitzung mit den Leitern der deutschen Dienststellen in den besetzten Gebieten am 6.8.42 unter Vorsitz des Reichsmarschalls. Ich lasse Ihnen dieses Dokument übergeben und ich bitte mir zu sagen, ob die Darstellung in diesem Dokument das Verhältnis zwischen Deutschland und den besetzten Ländern richtig wiedergibt. Sie waren ja bei der Sitzung selbst mit dabei. Das Dokument stellt das Protokoll der Sitzung dar, an der ich eben teilgenommen habe. Es ist zunächst grundsätzlich zu sagen, dass das Dokument bzw. das Protokoll und vor allen Dingen die Ausführungen des Reichsmarschalls die tatsächlichen Verhältnisse von Deutschland zu den besetzten Gebieten auf dem Ernährungsgebiet nicht wiedergibt. Die Forderungen, die Göring in dieser Sitzung ausgesprochen hat, waren so hoch, dass sie gar nicht ernst genommen werden konnten. Es war uns im Ernährungssektor auch klar, dass wir mit Gewalt niemals auf die Dauer irgendetwas erreichen konnten. Die Mehrforderungen, die Göring in dieser Sitzung gestellt hat, sind auch tatsächlich niemals erfüllt worden. Ich glaube auch, dass Göring selbst nicht an die Erfüllbarkeit dieser Forderungen geglaubt hat. So sind, soweit ich weiß, an Frankreich die Mehrforderungen Görings überhaupt nicht überbracht worden. Belgien hat trotz des Verbots Getreide geliefert bekommen, ebenso die Tschechoslowakei trotz des Verbots Fett. Vorweggegangen war am Tage vorher dieser Sitzung eine Besprechung der Gauleiter. Sie stand, soweit ich mich noch erinnere, unter dem Eindruck der zunehmenden Luftangriffe im Westen und der dadurch für die Bevölkerung entstehenden zunehmenden Belastungen.
Die westlichen Gauleiter vertraten den Standpunkt, dass die deutsche Ernährung bei zunehmender Belastung der Bevölkerung unzureichend sei, dass dagegen ein großer Teil der besetzten Gebiete noch im Überfluss lebe. Das Reichsernährungsministerium und die Vertreter der besetzten Gebiete saßen gewissermaßen auf der Anklagebank, nicht genügend von den besetzten Gebieten zu fordern bzw. zu liefern. Diese Forderungen wurden von Göring aufgegriffen und bei seiner Veranlagung und seinem Temperament führte dies zu den hier in dem Protokoll, in dem Dokument enthaltenen starken Übertreibungen. Ich habe keine Frage mehr, Herr Präsident. Rechtsanwalt Servatius für den angeklagten Saukel. Herr Zeuge, wie war die Ernährungslage der ausländischen Arbeiter in Deutschland? Alle mit Ausnahme, alle Gruppen von ausländischen Arbeitern mit Ausnahme der Ostarbeiter bekamen die gleichen Rationen wie die deutsche Bevölkerung. Wie war die Versorgung der Ostarbeiter? Die Ostarbeiter bekamen auf bestimmten Gebieten niedrigere, auf anderen, soweit ich mich erinnere, bei Brot und Kartoffeln höhere Sätze. War die Versorgung so, dass der Gesundheitszustand dieser Arbeiter gefährdet war? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Sie muss im Zusammenhang stehen mit der von den Arbeitern geforderten Arbeitsleistung. Bei normaler Arbeit mussten die Rationen durchaus ausreichend sein. Hat Saukel sich besonders für die Ernährung dieser Arbeiter eingesetzt? Saukel ist, soviel ich weiß, bei meinem Minister mehrfach vorstellig geworden in Richtung auf eine bessere Versorgung, wobei ihm vom Minister Backe stets die Gegenforderung gestellt worden ist, nicht mehr zusätzlich Arbeitskräfte nach Deutschland hineinzubringen. Backe hat mehrfach den Vorschlag gemacht, die Zahl der Arbeitskräfte zu beschränken und sie dafür lieber noch besser zu versorgen. Ich habe keine Fragen mehr. Dr. Steinbauer für den Angeklagten Dr. Seyß-Inquart. Herr Zeuge, sind Sie in Ihrer Eigenschaft als Staatssekretär für Landwirtschaft nicht Ende 1944 und Anfang 1945 auch in die Niederlande gekommen? Jawohl, ich bin in dieser Zeit in den Niederlanden gewesen. Wurde dort nicht bei diesem Anlass seitens der Wehrmachtstellen unter höheren Polizeiführung schwere Klage über Sabotage der niederländischen Landwirtschaft geführt, insbesondere die verantwortlichen Regierungsstellen aus den Niederlanden? Ich kann mich auf eine derartige Unterhaltung nicht mehr besinnen. Ist Ihnen bekannt, dass sich der Angeklagte Seyß-Inquart für die Drosselung von Lebensmittelausfuhren aus den Niederlanden nach Deutschland eingesetzt hat? Jawohl, unter anderem in dieser Sitzung, in dem das Dokument hier vorliegt. Und dass er insbesondere auch trotz Klagen die niederländischen Beamten im Ernährungsamt belassen hat? Jawohl, das ist der Fall. Danke. Flexner für den Angeklagten Speer. Darf ich einige Fragen an den Zeugen richten, Herr Präsident? Herr Zeuge, können Sie mir Aufschluss über folgende Fragen geben? Bekamen die in der Kriegsproduktion beschäftigten KZ-Häftlinge die gleichen Ernährungssätze und Zulagen
insbesondere für Schwer- und Schwerstarbeiter, wie die übrigen Arbeiter. In der Zeit, in der ich mit diesen Fragen befasst war, wurden für alle Inhaftierten, also auch für die KZ-Häftlinge, die gleichen Rationen wie für die übrige Bevölkerung festgesetzt, wenn sie in Arbeit waren. Sie hätten demnach die gleichen Rationen bekommen müssen. War der Angeklagte Speer oder das von ihm geleitete Ministerium für die ordnungsmäßige Einhaltung der Ernährungssätze in den Betrieben zuständig, soweit die letzteren, also die Betriebe, die Versorgung übernommen hatten? Nein, das Ministerium Speer war für diese Dinge nicht zuständig. Soweit es die Belieferung oder auf die Anforderungen hin betraf, waren die Ernährungsämter zuständig. Soweit es die Verteilung der gelieferten Lebensmittel in den Betrieben betrifft, die Verwalter der Lager bzw. die Betriebsleiter. Ja, danke schön. Und eine weitere Frage. Welche Maßnahmen hat Speer ergriffen, um eine allgemeine Ernährungskatastrophe zu verhindern, die sich gleichmäßig auf die Millionen fremdländischer Personen in Deutschland ausgewirkt hätte? Können Sie mir darüber etwas sagen? Speer stellte von Dezember 1944 an ganz bewusst die Rüstungsaufgaben hinter die Ernährung. Und zwar auch ganz bewusst zwecks Überleitung auf ein neues Regime, eine neue Verwaltung, eine Besatzungsmacht. Speer gab den Ernährungstransporten von diesem Zeitpunkt an den Vorzug vor den Rüstungstransporten. Speer sorgte dafür, dass das Saatgut für die Frühjahrsbestellung mit seinen Transportmitteln herausgebracht wurde. Speer setzte sich außerordentlich stark für die Wiederherstellung der durch Luftangriffe zerstörten Ernährungsbetriebe, noch Vorrüstungsbetrieben, ein. Und vor allen Dingen verhinderte in dieser letzten Phase Speer mit uns gemeinsam die sinnlose Zerstörung von Ernährungsbetrieben entgegen den Weisungen, wie sie von Hitler gegeben waren. Dies letzte tat er ohne Rücksicht auf die für seine Person etwa eintretenden Folgen. Danke vielmals. Dr. Laternser, Verteidiger des Generalstabs und des OKW. Herr Zeuge, haben Sie den Westfeldzug mitgemacht? Jawohl, ich war als Bataillonskommandeur. In welcher Eigenschaft? Als Bataillonskommandeur im Felde. Haben Sie während des Westfeldzuges von oben her bedenkliche Befehle bekommen? Also solche Befehle, meine ich, die gegen das Völkerrecht verstoßen haben? Ich habe keine solchen Befehle bekommen. Haben Sie die Feststellung treffen können oder getroffen, dass von höheren militärischen Stellen das Plündern geduldet würde? Nein, im Gegenteil. Es wurde im Fall des Plünderns schärfstens eingeschritten. Sie waren dann später auch im Osten, allerdings, wie ich gehört habe, nicht als Soldat. Haben Sie dort Einblick gehabt, sowohl in das Operationsgebiet als auch in die Kommissariatsgebiete? Ich habe in beide Gebiete Einblick gehabt. Wie war dort die Bevölkerung, die Behandlung der Bevölkerung durch die deutschen Soldaten? Ich kann im Allgemeinen sagen, dass insbesondere in der Ukraine die Behandlung der Zivilbevölkerung im Wehrmachtsteil, im Operationsgebiet entgegenkommender war. Man nahm mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse wie im zivilverwalteten Teil. Und worauf führen Sie diese Unterschiede zurück? Ich führe sie zurück auf eine andere Grundeinstellung des Soldaten,
der frei war von politischen Tendenzen und vor allen Dingen auch darauf, dass die Truppe erklärlicherweise Ruhe im Hinterland haben wollte. Danke sehr. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Do the prosecution want to cross-examine? I can be through in 2 minutes, John, please. You were a member of the Nazi party? Jawohl. Yes. When did you join? Im Jahre 1925. 1925. You're also a member of the SA? Jawohl. What rank did you hold in the SA? Ich bin zuletzt Gruppenführer der SA gewesen. Previously you were an SA Sturmführer, weren't you? Im Jahre 1930, jawohl. And in 1930, when did you become an SS-Gruppenführer? Im Oktober 1944. That's all. I have no other questions. Have you got any questions to ask in re-examination? No. Well, then that concludes your case on behalf of the defendant Rosenberg, does it not?